Hallöchen, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Wir sitzen hier gesammelter Mannschaft im Büro. Unser Büro schaut aus wie ein kleines Chaos. Wir haben nämlich jetzt vor kurzem neue Produkte zugeliefert bekommen, die ich vor kurzem designt habe. Und zwar gibt es jetzt einen Tagesplaner, der ist ganz neu im Online-Shop, und einen Wochenplaner. Also falls ihr Interesse habt, schaut gerne vorbei. Mein Onlineshop ist wie immer unten in der Infobox verlinkt. Und der Papa, der macht gerade schon die Pakete fertig für die Bestellungen, die letztens reingekommen sind. Und der kleine Bubi ist auch bei uns hier. Ja, der hat bis jetzt ein kleines Nickerchen auf Mami gemacht. Jetzt ist er wach geworden. Jetzt habe ich ihn hier kurz abgelegt. Ja. Und haben wir gedacht, ich nehme euch gleich heute wieder mit. Heute haben wir wieder einiges zu tun, wie ihr sie jetzt mal hier mit Pakete machen beschäftigt. Und danach muss ich kurz zum H&M, weil die Lara braucht eine neue Jacke. Gesundheit! Also die Lara braucht eine neue Jacke, ihre geht leider nicht mehr so gut zu und sie ärgert sich immer. Sie kann sich leider die Jacke nicht selber zu machen und das ärgert sie. Deswegen müssen wir kurz zum H&M. Die Kinder sind heute zu Hause, also die zwei Großen, die haben heute Homeschool. Habe ich euch schon letztens im Vlog gesagt, dass sie einmal in der Schule sind und einmal zu Hause, also zwei Tage in der Schule und dann drei Tage zu Hause. Freitags hat dann jeder Homeschool. Ja, da ist die Schule dann geschlossen. Außer für die Leute oder für die Kinder, die betreut werden müssen. Weil es gibt ja Eltern, die jetzt vielleicht irgendwo arbeiten müssen, ein kleines Kind haben und das, ja, deswegen. Schule hat natürlich offen. Ja, so viel zu unserem Tag. Was? Oh, Wäsche. Oh mein Gott, wir haben so viel Wäsche. Habe ich voll vergessen. Der Papa, also wir haben ja Geburtstag gehabt und er hat sich voll, natürlich, wenn wir dann ein paar Tage nicht waschen, könnt ihr euch vorstellen, wie es dann bei uns ausschaut. Vor allem, wir haben auch Bettwäsche gewechselt und dann ist der Haufen gleich mal dreimal so hoch. Und deswegen hat der Papa gleich vier Waschmaschinen gestern auf die Couch. Eine Waschmaschine rennt noch, also fünf Waschmaschinen. Halleluja, die muss ich alle falten. Wenn ich euch das zeige, wie das ausschaut, seht ihr dann später. Das ist nämlich furchtbar. Aber das muss heute erledigt werden, weil, ja. Ja, sonst, zum Anziehen haben wir eh genug, aber wir können nicht auf der Couch chillen. So schaut's aus. Die Mädels werden gleich abgeholt vom Kindergarten, die zwei Kleinen. Dann gibt's Mittagessen und danach fahren wir zum H&M. Ja. Und die Michelle ist da. Homeschool-Ende? Ja. Okay. Ich hatte nur um 10.40 Uhr. Nur bis 10.40 Uhr? Und jetzt hast du alle Hausaufgaben gemacht oder alle Arbeitsaufträge? Und noch Mathe machen. Ah, ja. Du hast gestern am Abend das Handy nicht rausgekommen. Ja, große Regel bei uns. Doch, aber ich habe in der Früh geholt. Nein. Nein, das stimmt nämlich, aber ich war unten schauen und du warum hast. Warum lügt jetzt? Bei uns nämlich große Regel, die Kinder, also der Patrick und die Michelle, müssen ihre Handys draufbringen, bevor sie schlafen gehen, weil nicht, dass sie vielleicht zu lange am Handy chillen. Ich schaue nicht Handy. Aber du hast das Handy gestern Abend nicht draufgebracht. Das wäre aber gut, meine Frage nicht. Sie belegt sich gerade nicht aus. Das Handy gestern Abend nicht draufgebracht. Sie hat vergessen, sie hat geschlafen, als ich unten war. Deswegen, ja. Wie viele, wenn ich es vergesse, dir dein Handy wieder zurückzugeben? Das vergisst. Du hast mein Fernsehen verloren. Aber er hat sie wieder gefunden. Er hat sie wieder gefunden. Na gut. Wir melden uns dann ein bisschen später, ihr Lieben. Hey, meine Lieben, ich melde mich nochmal oder wir melden uns nochmal. Oh, ich sag's dir, das war jetzt so stressig. Bei uns ist zur Mittagszeit immer volle Kanne Stress. Deswegen schaffe ich es auch gar nicht, da zu der Zeit zu vloggen, weil es kommt dann irgendwie alles zusammen. Vor allem, wenn wir nicht vorbereitet sind. Also das heißt, wenn wir nicht ein Mittagessen vorgekocht haben, dann kommen die Kinder. Wir haben den ganzen Vormittag gearbeitet und haben keine Zeit zum Kochen gehabt. Man kann sich vorstellen, die Luise ist zur Mittagszeit immer ein bisschen raunzig, weil sie müde ist. Die Luise hat dann was gegessen. Ja, dann hat sie was gegessen. Die Lara ist dann meistens immer so mega hungrig auch. Das ist dann, bei uns ist der Vormittag die Zeit, entweder wir machen Haushalt oder wir kochen was oder wir arbeiten. Also, es geht meistens nie alles zusammen, deswegen ist es immer so ein bisschen chaotisch zur Mittagszeit. Aber wir haben es geschafft, wir haben alle Kinder gefüttert, wir haben auch was gegessen. Und jetzt sind wir los. Ich habe euch gesagt, wir müssen zum H&M. Die Lara braucht eine neue Jacke. Der Patrick ist auch dabei. Eine Jacke? Ja. Da habt ihr eine Jacke
die Laura hat eine kaputte Jacke, die ist ja kaputt. Auf jeden Fall, und der Patrick hat jetzt einen Friseurtermin, deswegen ist er auch dabei. Und es ist super kalt bei uns. Wie viel Grad hat es? Heute ist es nicht so kalt, aber es ist viel kälter als gestern, oder? Ja, aber es ist schon lange nicht mehr aus dem Haus rausgekommen. Das stimmt doch gar nicht, aber es schneit. Deine Haut ist nicht mehr gewonnen. Genau. Ja. Seht ihr? Schnee im Auto. Ist auch kaputt? Ja. Ui. Lisa will auch eine neue Jacke. Mama, meine Jacke ist auch kaputt. Meine Jacke ist auch kaputt. Lisa? Lisa? Meine Jacke ist kaputt. Also meine ist nicht kaputt. Ja, und jetzt sind wir auf jeden Fall auf dem Weg zur Post. Wir müssen die ganzen Pakete wegbringen, die der Papa heute gemacht hat. Und danach fahren wir zum Mountain, oder? Ja. Nein, zum Friseur, Entschuldigung, und dann zum Auto. Die erste Station ist schon im Gange, da drinnen, in diesem Geschäft. Das ist ein Friseurladen, da drin ist der Patrick, der kriegt jetzt gerade die Haare schön gemacht. Ich war schon davor. Du warst schon, der Papa. Und wie man sieht. Braucht kein Friseur, der macht das alles selber. Oh, praktisch. Nicht, ich wusste, ob das zu haben oder nicht. Ja, der Papa. Mein Friseur hat immer offen. Warte mal, du warst 13, du bist 14, seit 27 Jahren machst du das selber, ne? Ja. Bist du früher auf so einen Friseur gegangen? Oder ja, aber das war deine Mama die Haare gesetzt. Bist du danach auf so einem Pferdchen gesessen? Nein, Pferdchen nicht, das war so. In einem Auto. Letztes Mal, als ich beim Friseur war, waren die alte Friseurstühle. Kannst du dich noch erinnern? Die ganz großen so. Ja. Auf dem bin ich letztes Mal gesessen. Ah ja, du warst ja schon 12 wahrscheinlich. Ja. Also man muss dazu sagen. 89 glaube ich, war letztes Mal sowas. 90. Michelle und Patrick haben ja deine Haarstruktur, so also ein bisschen dickere Haare und viele Haare und die wachsen so schnell, oder? Du musst dich ja oft beim Friseur gewesen sein, oder? Hast du immer so? War auch so der Checker. Ich möchte ihn einmal mit langen Haaren sehen, aber nein, glaubt ihr, ich schaffe das? Nein. Keiner, da muss ich im Winter, wenn dann überhaupt. Das Haus nicht mehr verlassen. Und dann mit Mütze draußen. Die Haare wachsen nicht so schnell bei dir. Ich möchte es einmal sehen, bitte. Können wir einmal was wetten und wenn du verloren hast, musst deine Haare schnell wachsen. Ja, aber dann muss die Wette ziemlich gut sein. Also, dass ich sage, okay, für das gehe ich schon in Risiko. Risiko? Du tust ja so, als wenn es so unschlimm wäre. Also, das ist Risiko. Ich habe keine Ahnung, wie ich meine Haare bissen muss. Ich kann dir helfen. Das fühlt sich schon komisch an, weil es so viel ist. Ja. Naja. Ein Haargummi. So, meine Lieben, wir sind jetzt fertig beim Friseur. Der Patrick sitzt da hinten mit schön gestylten Haare. Und ich bin im Auto geblieben mit der Luisa und mit dem Bruder Baby. Und die Mama ist kurz mit Luisa zum H&M gegangen wegen Winterjacke. Die Mama ist da drinnen. Und ja, ich hoffe, dass sie schnell kommen, weil wenn sobald das Auto stehen bleibt, wird er dann unruhig. Und bis jetzt habe ich immer so gemacht, wenn wir irgendwo hingefahren sind und die Mama ist ausgestiegen, irgendwas zu erledigen, dann habe ich eine kleine Runde mit dem Auto gedreht, so dass der Kleine weiterhin schläft. Aber jetzt habe ich einen coolen Parkplatz gefunden und ja, muss ich leider hier warten. Aber ja, ich glaube, dass die Mama sie beeilt. Wir sind wieder zu Hause. Wir haben uns jetzt auf die... Aber wo ist der Bruder-Baby? Ja, Bruder-Baby-Kuschen. Hier ist ganz große Geschwisterliebe. Und wo sind die? Warte, er mag, ich finde das jetzt gerade nicht so kuschelig. Tja. Besser? Besser? Ja. Ist das dein Liebling? Mama, das sind Fliegen. Oh, kleine Fingerchen. Spaziergang. Oh. Was denn? Hä? Hä, mein Häschen? Also, wir sind wieder zu Hause. Jacke haben wir keine gefunden. Beim H&M gab es tatsächlich keine einzige Jacke für die Altersgruppe von der Lara. Ja, ich habe eine Hose umgetauscht von mir, die ich bestellt hatte. Und jetzt haben wir uns hier ganz gemütlich auf die Couch geflänzt. Also zumindest die Lara hat sich ihr iPad geschnappt und spielt ein bisschen was, Lisa. Also ich muss ihn gleich nochmal anlegen, den Kleinen. Denn der Bruder-Baby ist mitgekommen. Der Bruder-Baby ist mitgekommen beim Einkaufen. Aber er hat ganz viel geschlafen. Er hat alles verschlafen. Und hab weil du geschlafen.
Und hat der Kindergarten. Da habe ich ihn ganz dann schnüller wieder im Mund gekippt. Ach so. Oder immer schlaft. Hallo. Ja, und jetzt haben wir uns ein bisschen hierher gechillt und Bauri. Luisa kümmert sich ganz, ganz lieb um ihren Bruder, gell? Mhm. Hast du ihn geküsst? Mhm. Hast du ihm noch ein Küsschen? Ein Ohr. Ein Küsschen. Oh. Oh. Noch einen und den Nasenkusser. Na gut. So, ich habe den Kleinen kurz abgelegt. Der nimmt übrigens seit gestern, Wochenende ungefähr, gelegentlich mal den Schnuller, wenn er zum Beispiel satt ist, aber müde. Genau, beim Autofahren oder so, das ist dann schon eine Entlastung. Wenn er hungrig ist oder so, dann will er den überhaupt nicht. Außer wenn er halt, wie gesagt, ein bisschen müde ist und gerade getrunken hat, dann akzeptiert er den und dann nuckelt er ein bisschen an ihm und schläft. Die Luisa, die war ja eine absolute Schnuller- und Fläschchenverweigerin, die wollte ja nur gestillt werden. Bruder Baby hat nicht geschrien, ne? Ja, und die anderen drei, also Patrick, Michelle und Lara, waren absolute Schnullerkinder, bis 2,5 Jahre ungefähr, haben sich aber doch schnell den Schnuller abgewöhnen lassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach Luisa war ich schon ein bisschen verwöhnt, quasi, dass gar kein Schnuller da war. Auf jeden Fall, jetzt hat er ihn ausgespuckt, schaut man. Bibi Maudi. Ja, ich wollte euch genau mein Strickzeug zeigen. Ich habe ihm nämlich für ihn angefangen, eine Mütze zu stricken. Mal schauen. Also, Mama. Es ist noch nicht so sauber und schön, aber ich habe schon jahrelang nicht mehr gestrickt. Ich glaube, das letzte Mal, da war ich schwanger mit Michelle. Nein, Entschuldigung, ich war schwanger mit Lara. Also 2015. Fürs Baby habe ich eine Mütze angefangen zu stricken. Aber das entspannt mich enorm. Am Sonntag habe ich das hier gestrickt und es war richtig entspannend. Ich habe jetzt die Wäsche nicht mehr geschafft, aber kann warten bis morgen. Ich bin gerade so fertig. Schaut irgendwie, sieht man mir, finde ich, auch ein bisschen im Gesicht an. Ich habe jetzt auf jeden Fall in Windeseile noch schnell was gekocht. Und zwar habe ich hier eine Garnelen-Käse-Sahnesoße-Pfanne gemacht. Und ich habe es nochmal kurz im Backofen gegeben, damit es ein bisschen krosser ist. Ich mag so gerne, wenn die Nudeln so ein bisschen krokant sind. Ja, und die Kinder haben auch schon gegessen. Jetzt sind die im Badezimmer mit dem Papa. Und danach werden wir was essen. Also der Papa wird die Kinder ins Bett bringen. Und es ist schon 20.30 Uhr. Und danach werden wir was essen. Sind noch nicht dazu gekommen, was zu essen. Mein Bierchen. Aber er ist so brav, also ich habe noch gar nicht darüber erzählt, aber in der Nacht schlafe ich so gut, Gott sei Dank. Er wird nur ein paar Mal wach und dann will er ja nur gestillt werden. Zum Glück, Gott sei Dank, hoffentlich bleibt er so klopf auf Holz. Oder auf die Küche. Also es ist Gott sei Dank, bin ich Gott sei Dank gesegnet. Er hat doch keine Koliken oder so. Hier und da mal ein kleiner Pupsi, der rauskommt, aber wirklich nichts, wo mit Gebrülle oder sonst irgendwas mit Schmerzen. Zum Glück. Also, ich bin da so sehr glücklich drüber. Wie er da so hängt. Oh, ich könnte ihn auch essen. Ja, mein Liebchen. Jetzt wird sich noch gedehnt. Ja. So schaut die Suppe aus. Suppe. Warum sage ich Suppe? Die Garnelenpfanne aus. Und ja, richtig lecker. Werde ich jetzt gleich anrichten. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht vergesse, dass die Pfanne heiß ist. Passiert mir des Öfteren, dass ich, wenn ich etwas aus dem Backofen raushole, vergesse, dass dieses Ding heiß ist. Ja, gut, wird man anrichten und das werden wir dann essen. Und weil ich so kaputt und müde bin, werde ich mich jetzt vom Vlog verabschieden. Meine Lieben, wir sehen uns ja beim nächsten Mal wieder. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare reinschreiben, falls ihr irgendein bestimmtes Video sehen wollt oder irgendwas Besonderes mal. Dann kann ich mir mit Papa was überlegen oder wenn ihr Fragen habt. Ja, ich bin momentan einfach nur so ein bisschen kaputt. Spezielle Videos ist schwieriger zu drehen, aber
wir geben unser Bestes. Der kleine Mann will, dass ich ihn nehme, deswegen tschüss, mein Lieben.